Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute gibt es wieder neue Skins und zwar die Skins aus dem letzten Abrechnungsset. Daraus gibt es, glaube ich, insgesamt 5 Skins, die jetzt schon drin sind. Und einer müsste auch noch hinzukommen, denn das ist das Skin-Paket, was im Prinzip mit den Plakaten damals in Gotham City dort im Kino angeteasert wurde. Die ganzen Skins sind jetzt so reingekommen, beziehungsweise die ersten Skins sind jetzt hier drin. Der sieht eigentlich noch am unscheinbarsten aus. Vielleicht wird hier später noch ein zweiter Stil hinzukommen, der dann im Prinzip den fünften Skin darstellt. Mit einem kleinen Backpack. Hier hinten ist so ein kleines Schleimbällchen dran. Dann gibt es dazu die Piekser Spitzhacken, hier auch mit Schleim dran. Sieht ganz cool aus. Und dann gibt es als nächstes noch den Naschzahn Skin, wo hier wirklich nur Schleim ist und dann die Zähne, die da dran sind. Sieht schon ziemlich, ziemlich strange aus. Ist etwas sehr Spezielles. Hier auch die Beine sind, gehen nicht ganz durch. Unten sind einfach nur so Metallbeine. Sieht schon ziemlich, ziemlich strange aus, wirklich. Und dann gibt es noch die Kleckerer Spitzhacke hier auch wieder. Einfach im Mund dran mit einer Zunge. Und dazu gibt es dann auch noch den Schmatzgleiter. Hier ebenfalls nur ein Mund und der Rest besteht aus Schleim und irgendwelchen Schrottsachen. Also das Set ist irgendwie schon etwas ganz Eigenes, was es sonst in keinem anderen Set wirklich gibt. Dann haben wir den Facettenskin und den Knochenwespenskin. Sehen beide ganz nice aus eigentlich. Dazu gibt es dann auch noch den Urstachel als Spitzhacke. Gehörnte Jäger Gleiter. Und dann haben wir noch den Einsichtsskin. War schon. Ui. Fortnite. Der ist auf einmal ganz klein geworden. Auf jeden Fall, der Einsichtsskin war schon lange nicht mehr im Shop drin. Sieht ganz cool aus. Schönes Sniper-Skin im Camouflage-Look. Dann haben wir die Lama-Beat-Musik. Finde ich eine echt ganz coole Musik. Ich mag ja schon die Lama Glocken Emotes. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir die Schmatzer Lackierung, die neue ist. Ist nicht animiert, sieht aber trotzdem eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann haben wir Taco Zeit. Genau das gleiche, was damals in Greasy Groove war. Gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Dann haben wir die Stachelige Streiterin, finde ich cool, den Skin. Und als letztes noch, kommen doch wieder da. Das heißt, er war auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Ist nice. Das war's mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.